Es gibt allerdings noch einen Bonus. Und den machen wir jetzt. Den bereiten wir jetzt vor. Dafür muss ich allerdings zurück zum Gerichtsgebäude. Ah, das sehe ich auch so. Das werde ich eigentlich auswendig. Und Strange war bei der Explosion wohl im Tod. Und um das müssen wir ein paar Sachen vorbereiten, denn da gibt es nämlich die Sache mit dem Calendarman. Eine Trophäe, die bei mir zerglitscht ist, die hat irgendwie nicht funktioniert, als ich sie das erste Mal durchgeführt habe. Deswegen werde ich sie jetzt nachholen. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Passt auf. Die Trophäe lautet, und das ist auch noch, gehört auch noch zum Extra, habe 12 mörderische Dates mit dem Calendarman. 30 Tage haben September, April, Juni und November. Der Rest 31 ist doch klar. Außerhalb der Februar. 28 kriegt der prompt. Solange bis ein Schaltjahr kommt. Okay, reden wir erstmal mit ihm. Bist du närrisch genug, um mich nicht am 1. April zu besuchen? Gut. Dieser Kalender hier geht für jede zählt in-game jeden Tag mit. Diese Tage, die hier markiert sind, an diesen müssen wir Calendarman besuchen. Am 1. Januar zum Beispiel. 30 Tage haben September. 14. Februar, das war April, dieses Jahr Juni Valentinstag. November. 17. März, weiß ich, das war St. Patrick's Day. Außerhalb der Februar. Zum Beispiel 1. April und so weiter. Kriegt der prompt. So, jetzt denkt man sich, muss ich jetzt wirklich abwarten? Solange, bis nein, muss ich nicht. Kommt. Ich werde jetzt, wir machen das macht man wie folgt. Also, die Konsole offline. Ich weiß nicht, ob das bei Steam geht, aber bei der Konsole geht es. Schaltet die Konsole auf offline. So. Habt euch den ersten Tag gemerkt? Ja, also 1. Januar ist eigentlich klar, Neujahr. Dann verlassen wir das Gerichtsgebäude. Im nächsten Schritt. Und jetzt müssen wir kurz warten, das will laden. So wie das Speichern unten rechts verschwunden ist, gilt auch für die Xbox 360, ja? Wie gesagt. Verlassen wir das Spiel. Dann stellt ihr bei eurer Konsole den Tag um, geht zurück zum Calendarman. Und wie es dann weitergeht, das zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe meine Konsole jetzt auf den 01.01.2014 eingestellt. Und jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Denn so machen wir die 12 mörderischen Dates mit dem Calendarman. Er hat nämlich pro Monat einen Tag, an dem wir ihn aufsuchen sollen. Und es ist halt immer wichtig, dass ihr erst wartet, wenn ihr rausgeht. Ihr geht erst raus aus dem Gerichtsgebäude, lasst es speichern, stellt um, geht wieder runter. Nachdem ihr umgestellt habt, dann redet ihr mit ihm. Ist doch klar. Außerhalb der Februar. Denn er hat nämlich zu diesen Tagen immer was Spezielles zu sagen, außer seinem Kalenderrhythmus. Los geht's. Neujahrstag. Darf man alte Bekanntschaften vergessen? Ich habe dafür gesorgt, dass sie mich an diesem Tag nicht vergisst, nicht wahr, Batman? Es war seit langer Zeit die erste Neujahrsparty, auf die ich eingeladen wurde. Nun ja, eine richtige Einladung habe ich nicht bekommen. Die einstweilige Verfügung hat es verhindert. Trotzdem standen wir uns so nah. Ich dachte, das neue Jahr würde einen neuen Anfang mit sich bringen. Es war vielleicht ein bisschen übertrieben, mit einem Flammenwerfer dort aufzutauchen. Aber wie könnte man auf einer Party besser das Eis brechen? Vielleicht hätte sie anstandshalber mit mir ausgehen sollen, als sie noch die Gelegenheit dazu hatte. Also das heißt, er hat eine Frau, die er zum Date einladen wollte, die abgelehnt hat. Am Neujahrstag getötet. Was ist denn los, Batman? Hat dir jemand zu St. Valentine das Herz rausgerissen? Okay, am Valentinstag sollen wir wiederkommen. Das war der 14.2. So, aber da, um auf Nummer sicher zu gehen, dass der 1. Januar zählt, machen wir folgendes. Wir verlassen das Gerichtsgebäude. Kann sein, dass wir zweimal rein oder raus müssen. Das werde ich nur beim ersten Mal zeigen, denn ansonsten werde ich immer nur die Dates zeigen. Jetzt gehen wir wieder rein.
manchmal braucht das Spiel etwas länger, um das zu realisieren, dass ihr ihn besucht habt an diesen Tagen. Jetzt schauen wir wieder. Ob das 30 beim Kalender. Tage haben September. Im Kalender April, muss es nämlich jetzt durchgestrichen sein. Und es ist durchgestrichen. Der Rest, also wenn ihr die Tage erfolgreich abgeschlossen habt, werden die so durchgestrichen. 28 und kriegt der Prompt. So wie dieser Kalender voll ist, kriegen wir unser Achievement und haben die letzte extra Bonus-Sache gemacht. So, das bedeutet aber, damit das Spiel es jetzt wieder annimmt, ich verlasse das Gerichtsgebäude und so wie er abspeichert, verlasse ich das Spiel, stelle das Datum um auf den 14.02. und dann sind wir uns. Dann sehen wir uns auch gleich. Valentinstag. Herzen und Blumen. Der perfekte Anlass, um meiner neuen Flamme Zeichen der Liebe zu schicken. Ich wählte ein Dutzend Rosen, eine Auswahl von Pralinen und dieses kleine Seidendings. Oh, entschuldige. Zu viele intime Details. Ich hab's vielleicht übertrieben. Immerhin kannte mich meine Herzdame bis dahin nicht mal. Doch mein Herz zwang mich dazu, ihr zu ihrer Wohnung zu folgen. Ich gestand ihr meine Liebe lauter, als sie dagegen protestieren konnte. Es hat nicht sollen sein. Bei meinen Geschenken blieb ihr die Luft weg. Naja, hab etwas nachgeholfen. St. Patrick's Day ist dieses Jahr etwas Besonderes, Batman. 17. März, ein Tag zu Ehren von St. Patrick, dem Heiligen, der die Schlangen aus Irland vertrieb. Das Interessante an Schlangengiften ist, dass manche genauso aussehen wie die Lebensmittelfarbe, mit der man Bier grün färbt, Batman. Das hat's mir einfacher gemacht, als ich die St. Patrick's Day Party für meine alten Freunde geschmissen habe. Wie du weißt, wollte mich einer von meinen Jungs verpfeifen. Ich wusste nicht welcher. Also beschloss ich, alle zu bestrafen. Das Gift einer grünen Mamba ins Bier? Und schon bald sahen sich alle die Kleeblätter von unten an. Ich schätze, damit bist du auch für ihren Tod verantwortlich. Darauf trinke ich. Bist du närrisch genug, um mich nicht am 1. April zu besuchen? Sowas, sowas. Hast gut zugehört, Batman. Die Bedeutung eines Datums ist dir jetzt bewusst geworden, nicht wahr? Lass mich was über diesen Tag, den 1. April, erzählen. Ich weiß noch, dass ich sie tagelang beobachtet hatte, um den perfekten Moment abzupassen. Der März war kalt. Es fühlte sich an, als würde der Frühling nie kommen. Sie tranken Kaffee und sie sagte, dass ihr Leben arm an Überraschungen sei. 6 Tage lang sah ich zu. 1. April, 5.22 Uhr. Ich habe die Bremsleitung von ihrem Auto durchgeschnitten. Dank meiner kleinen Kamera auf ihrem Armaturenbrett sah ich ihre Angst. Ich bedauere nur, dass sie nicht hörte, wie ich Überraschung rief. Muttertag ist Zahltag. M für die bösen Blicke, die sie mir zuwarf. U dafür, dass sie uralt und schwach war. Und 2T für den teuflischen Terror, mit dem ich sie überzogen hatte. E für das Elend, das sie erlitten hat. R dafür, dass sie auf ewig ruht. Ergibt zusammen Mutter. Ein Wort, das für mich nicht mehr als Leiche bedeutet.
Alles Liebe zum Muttertag, Mami. Vatertag, Zeit für ein Gebet. Vater und ich standen uns nicht sehr nah. Nach meinem ersten Aufenthalt in Arkham redeten wir nie wieder miteinander. Für ihn war ich ein Spinner, ein Verlierer. Als ich freikam, wollte ich das, was zwischen uns stand, aus der Welt schaffen. Am nächsten Vatertag fuhr ich zu ihm und schlug einen Angelausflug vor. Schon mal mit Papa geangelt? Das ist vielleicht ein Spaß gewesen. Wir waren draußen und holten einen Riesenfisch nach dem anderen raus. Das mit dem Einholen hab ich übernommen. Vater hat die Haken mit Ködern bestückt. Du weißt schon, mit einem Finger, einem Fuß, einem Auge. Was von ihm übrig war. Bis zum heutigen Tag denke ich immer, wenn ich Fisch esse, an Dad. Der Unabhängigkeitstag ist für alle. Sprengstoff an jedem Ausgang und unter dieser Zelle. Wie könnte man den Unabhängigkeitstag besser feiern? Meine Unabhängigkeit von Arkham natürlich. Leider hatte ich mich dazu hinreißen lassen, der Polizei einen Kalender zu schicken, aus dem der Monat Juli herausgerissen war. Du hast es natürlich sofort durchschaut und warst zur Stelle, als das Feuerwerk begann. Du hast meine Flucht vereitelt. Aber verhindern, dass das Feuer die Intensivstation verwüstet, konntest auch du nicht. Egal. Was wäre der 4. Juli ohne ein Barbecue? Die Hunde werden in dieser heißen Augustnacht bei ihrem Herrn sitzen und darauf warten, ihre Zähne in die blutigen Knochen auf dem Boden rammen zu dürfen. Erinnerst du dich noch an diesen wundervollen August, Batman? Tollwütige Hunde rannten durch die heißen Straßen und zerfleischten alles, was ihnen in die Quere kam. Ein Biss und auch die Menschen waren nicht mehr als tollwütige Tiere. Waren das Zeiten. Obwohl Crane mir die Hydrophobie-Formel bereits gegeben hatte, besaß ich die Weitsicht sie erst am 16. August, den Tag des Schutzheiligen aller Hunde, St. Roach einzusetzen. Ein seltsames Datum, zugegeben. Aber gibt es eine bessere Art, die Hundstage zu feiern? Heißt, du hast viel gearbeitet, Batman. Komm zurück und feiere den Tag, den du dir verdient hast. Ah, Anfang September. Kinder gehen wieder zur Schule, Blätter werden braun und dann das Beste, der Tag der Arbeit. Ich bin mal als Bauarbeiter verkleidet, mit einer Planierraupe durch ein Golddepot gefahren. Ein anderes Jahr gedachte ich der Taten von Herkules und hetzte Löwen, Bullen und Bären auf Gotham. Das war besser als jeder Zirkus. Selbst du wirst zugeben, dass der letzte Tag der Arbeit mein bester war. Die Belagerung einer Entbindungsstation. Du hast an diesem Tag auch viel gearbeitet, hast jedes von ihnen gerettet. Nun, es gibt immer ein nächstes Jahr. Halloween, Halloween, Allerheiligen lässt grüßen.
Weckt die Hexen auf, sonst muss noch jemand dafür büßen. Oh, Halloween in Arkham? Witzige Sache. Ist hier irgendwie überflüssig. Bei all den Monstern, die man das ganze Jahr über hier so sieht. Aber da gab es mal diesen Ausbruch, den Joker am Abend von Allerheiligen durchgeführt hat. Was für ein wundervoller Abend. Kostümierte, die gemeinsam mit Mördern und anderen Schurken feierten. Richtig gruselig wurde es natürlich erst, als es daran ging, die Masken abzunehmen. Süßes, sonst gibt's Saures. Wer wird beim Erntedankfest die Rede halten? Ach ja, im November habe ich mich immer etwas einsam gefühlt. Vielleicht deshalb, weil selbst die Bösesten unter uns ein Erntedankfest im Kreis der Lieben schätzen. Ich habe meinen unangekündigten Besuch an diesem Tag sehr genossen. All die überraschten Gesichter am Tisch. Vater und Mutter konnten es kaum glauben. Naja, es waren ja auch gar nicht meine Eltern. Ich war auf der Flucht und brauchte einen Ort, um mich zu verstecken. Diese Familie, wer immer die auch waren, konnte vielleicht kochen. Die Truthahnfüllung, die Soße, der Kuchen zum Sterben. Genau das taten sie dann auch. Wie gesagt, im November fühle ich mich immer einsam. Am Weihnachtsabend kommt der rote Mann. Ein blutiges X markiert die Stelle. Verglichen mit dem alten Richter Harkness war Ebenezer Scrooge ein Heiliger. Erinnerst du dich an ihn? Den Henker von Gotham haben sie ihn genannt. Obwohl es hieß, dass ich verrückt sei, hatte Harkness vor, mich an den Galgen zu bringen. Man könnte es also als einen Akt von Selbstverteidigung bezeichnen. Ist es etwa meine Schuld, dass ich diesen Weihnachtsmann wegen seines Kostüms umlegen musste? Ich brauchte immerhin eine Verkleidung, um auf die Weihnachtsfeier des Richters zu kommen. Harkness hielt alles für einen großen Spaß, bis St. Nicholas ihm eine Lichterkette um den Hals gelegt hat. Als die Polizei ihn später fand, hing er inmitten der Festbeleuchtung auf seinem Dach. Zwischen all den Rentieren, Elfen und Schneemännern wirkte er fast wie eine Karikatur seiner selbst. Ich nenne diesen Mord mein Weihnachtsspecial. Alter! Also, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche seiner Geschichten ihr am krassesten fandet. Ich fand, die krankste war eigentlich der Vatertag, gefolgt vom September, Weihnachten, ja, und Thanksgiving. Die waren, fand ich, die heftigsten. Aber ihr habt gesehen, die Trophy kam. 30 Tage. Verlasse ich nochmal kurz das Spiel. April, Juni und November. Und wir sehen uns dann. Jetzt sind wir auch durch mit den Extras. Okay, ein kleiner Extra kommt noch. Diese Figuren und die Entwurfzeichnung. Und dann sind die Challenge Maps dran. Das machen wir nämlich auch noch irgendwas vor. Okay, bis dann.